Die Naturbahnrodler haben ihre Weltcup-Saison im Kühtai mit einem spektakulären Parallelbewerb eröffnet. Besser hätte der Winter für die Südtiroler nicht beginnen können. Sie gewannen 2 der 3 ausgetragenen Rennen und holten insgesamt 5 von 9 möglichen Podestplätzen. Im Doppelsitzer feierten der Völser Patrick Pigneter und der Gadertaler Florian Klara ihren 30. Weltcupsieg, den 6. in Folge. Auf der 300 Meter langen und aus 9 Kurven bestehenden Bahn setzten sich die beiden Südtiroler im großen Finale gegen das russische Duo Alexander Egorov-Peter Popov durch. Pigneter und Klara standen sich dann auch im Einsitzerfinale gegenüber. Pigneter ging locker in diesen Endlauf. Er peilte seinen 37. Einzelweltcup-Sieg an. Für Klara war es hingegen eine Premiere. Noch nie stand er im Einzelweltcup auf dem Podest. Der Gadertaler gewann den ersten Lauf mit 500. Vorsprung, musste sich dann aber im zweiten Lauf seinen Doppelpartner geschlagen geben. Trotzdem war er überglücklich. Und eigentlich alle live gut erwischen. Im Finale leider ein bisschen zu viel riskiert, aber hell ist noch in dem Moment gleich, weil der zweite Platz ist echt für mich das beste Resultat. Und bis jetzt bin ich einmal knapp vor dem Podest gewesen, schon 3-mal Vierter. Und Heinz Polino das Finale erreicht, dann ist es für mich schon wie ein Sieg gewesen. Der Ultner Florian Breitenberger komplettierte den Südtiroler Triumph mit seinem Sieg im kleinen Finale gegen den Österreicher Thomas Schopf. Es war der erste Dreifacherfolg der Südtiroler seit 2012 in Zeleczniki in Slowenien. Einen Jubiläumssieg gab es auch bei den Damen. Die 33-jährige Russin Ekaterina Lavrentjeva gewann ihr 50. Weltcuprennen, das erste bei einem Parallelevent. Sie besiegte im Finale die Finnischerin Greta Pingera, die erst vor wenigen Wochen auf die Naturbahn zurückgekehrt ist. Das kleine Finale konnte die schnellste der Qualifikation, die Österreicherin Dina Unterberger, für sich entscheiden. Der zweite Naturbahnrodel-Weltcup findet vom 2. bis 4. Jänner in Laas statt.